So, jetzt spiele ich die zweite Partie gegen Wurst-Sushi in meiner Reihe Let's Play Schach gegen Abonnenten. Die erste Partie mit Weiß habe ich gewonnen. Jetzt die zweite Partie mit Schwarz. So, hoffentlich ist er da und nimmt die. Ja, er ist da, nimmt an. E4 spielt er. Ja, was spielen wir mal? Ja, komm, sizilianisch. Zeit muss ich ihm dazugeben auf 10 Minuten. Das kommt hin. Das ist übrigens der Carsten aus Potsdam, hat er mir geschrieben, falls ich was zu ihm sagen möchte. Also lieber Carsten, schön, dass du mit mir spielst. Ich glaube, 36 Jahre alt, hat er auch geschrieben. Sizilianisch, ich spiele so ein Fianchetto hier, beschleunigtes Fianchetto. Der Hauptzug ist jetzt D4 hier, um einen offenen Sizilianer anzustreben. Offen heißt dann halt mit einem relativ offenen Zentrum. Alternative sind natürlich sowas wie Läufer C4 spielen, viele hier. G3 macht jetzt weniger Sinn, geschlossen zu spielen, weil er den Springer auf F3 gestellt hat vor dem F-Bauern. Also D4 ist hier der Hauptzug oder Läufer C4 würden wahrscheinlich auch viele machen hier. Bei Läufer C4 bin ich, habe ich immer noch nicht nachgeguckt, was der beste Zug wahrscheinlich ist. E6 oder mache ich Springer C6 erstmal. Ja, er lässt sich jetzt schon Zeit. Ja, Läufer C4, ne? Das gibt mir aber die Gelegenheit, mit Springer C6 das Feld D4 erstmal gut zu kontrollieren. So, dass er kein D4 spielen kann. Aber er ist gut entwickelt. Jetzt rochiert er. Vermute ich mal. Was mache ich dann? D6 oder Springer F6 direkt? Es läuft wahrscheinlich auf das Gleiche hinaus. Machen wir erstmal D6, die Diagonale frei für den Läufer. Und dadurch verhindere ich auch weiterhin D4. Ich kontrolliere das Feld D4 dreimal. Auf F7 muss ich, glaube ich, keine Angst haben. Nehmen geht nicht. Springer G5 ist auch kein Problem. Mache ich E6. Genau, jetzt hat er aber D3 gemacht. Und jetzt kann ich Springer F6 spielen. Und jetzt steht der Bauer auf D3, aber auch nicht auf D4. Dadurch hat er nicht so viel Raum im Zentrum. A3, okay, jetzt kann ich rochieren. Das ist eine ausgeglichene Stellung einfach aus der Öffnung heraus. Die Frage ist, was mache ich mit diesem Läufer hier? Gehe ich nach G4 und gebe den gegen den Springer? Läufer E3. Er entwickelt sich einfach weiter. Alles sehr sinnvoll. Er entwickelt sich einfach weiter. Und droht im Prinzip auch D4 zu spielen. Ja, drohen ist übertrieben. Kann er gerne auch spielen. Wird mich auch nicht stören. A6 mache ich mal. Eine Idee ist B5, um sich so ein bisschen auszubreiten am Darmflügel. Wenn er jetzt D4 macht, dann hat er halt ein verzögertes. So offenen Sizilianer, aber verzögert, weil er zuerst D3 gespielt hat, dann D4. Kostet halt so ein bisschen Zeit. Turm B1, okay. Machen wir mal B5. Greifen wir den Läufer an. Der geht zurück, vernünftig. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich mit meinem Läufer machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, was kann's, komm, ich entwickle denn einfach nach B7 fertig. Nicht zu viel wollen, sind gerade mal 10 Züge gespielt. Da geht es darum, erstmal die Figuren vernünftig ins Spiel zu bringen. Ein bisschen Wasser trinken zwischendurch. Springer E2, ja, da bin ich mir nicht sicher, warum er den macht. Tja. Ich könnte mich weiter ausbreiten am Darmflügel, ne?
Springer G4 ist eine Idee, ja, bringt aber auch nicht so viel. Komm, wir breiten uns weiter aus am Damenflügel. Dadurch, dass der Springer nicht mehr hier steht, kann er den Bauern nicht schlagen. Jetzt denke ich mal, kann ich sowas wie, weiß ich auch nicht, C3 macht er, okay. Machen wir A4 oder B4. Gar nicht so leicht, sich hier zu entscheiden. Ja, B4 macht auch Sinn, ne? Komm, B4. Oder A4? Ja, B4 gibt aber viele Felder ab. A4. Entscheiden wir uns für A4 letztendlich. In der Kürze der Zeit kann ich sowieso die Feinheiten der Stellung auch sowieso nicht in Gänze analysieren. A4 hat den Vorteil, ich kontrolliere diese Felder hier. Und wenn er jetzt B4 macht, dann kann ich nehmen en passant. Man hat eine Schwäche auf A3. Wobei mein Bauer auf B5 auch nicht gerade stark ist. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt einen Plan hier? Vielleicht sowas wie Turm C8 oder Dame C7, die Türme verbinden. Nebst Springer A5 und dann C4. Das ist ein Plan, denke ich. Ja, Dame C7, Springer A5, C4. Druck auf den machen. Dann habe ich hier ein Feld, wo ich den Springer hopsen kann. Dame C7 ist ein guter Zug, weil kontrolliert auch das Feld E5 besser. D4 kann er momentan nicht machen, weil der E4 hängt. Ja, wobei, so ganz stimmt das nicht, was ich sage. Na, D4 geht. Ah, nee, geht nicht. Dann nehme ich E4. D4 hängt E4. Dann schlägt er auf C5. Dann kann ich mit dem Springer zurückschlagen. Okay, das geht. Der Springer hier steht nicht gut. Den müsst ihr dann nach G3 stellen. Oder nach F4, um hier reinzuhüpfen. Jetzt macht er doch D4. Aber jetzt hängt der Bauer hier, oder? Oder täusche ich mich? Ich glaube, der Bauer hängt einfach. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob irgendwie Dame C2 oder Dame D3 hier was bringt. Wenn er auf C5 schlägt, kann ich mit dem Springer schlagen. Wenn er D5 macht, kann ich den Springer einfach wegziehen. Wenn er Läufer D5 macht, kann ich Springer F6 ziehen. Die Frage ist auf Dame D3. Was mache ich auf den? Dann auf D4 nehmen. Ja, Dame D3 ist interessant. C4, Dame schlägt E4. Ach Quatsch, das geht nicht. Naja. Nee, nee. Wahrscheinlich muss ich auf D4 nehmen. Springer D4, Springer D4, Springer D4. Dann ist der B5 aber weg, ne? Oh, Dame D3 habe ich. Er macht damit C2, okay. Okay, jetzt nehmen wir mal hier, ne? Was anderes sehe ich nicht. Na doch, es gibt auch andere Züge. Springer A5 gibt es hier auch. Der ist safer, der Zug sogar. Sehe ich gerade. Springer A5 sieht gut aus. Mit der Idee C4. Ja, Springer A5 ist besser, ne? Ja. Springer A5 deckt den Springer. Und die Pointe ist, wenn er nimmt, dann nehme ich mit dem Springer. Und dann kann ich einen der beiden Springer nach B3 reinbringen. Das sieht gut aus jetzt für mich. Ja, das ist vernünftig. Ja, er hätte den Bauern nicht opfern sollen auf E4. Turm D1 ist vernünftig. Aus dem ganz simplen Grund, jetzt droht er auf C5 zu nehmen.
Dame C7 oder C4? Machen wir Dame C7. Wenn er nimmt auf C5, nehme ich mit dem Springer. Wobei, weiß ich nicht. Mit dem Bauern nehmen hat auch was für sich. Weil ich dann das Feld D4 kontrolliere. Ja, sofort C4 wäre vielleicht sogar besser gewesen. Ich meine, er ist gut entwickelt jetzt, aber ein Bauern weniger ist halt ein Bauern weniger, ne? Hört sich zwar blöd an, aber ist halt so. Ja, okay, jetzt gehe ich zurück einfach. Der Springer war angegriffen. Jetzt stehe ich wunderbar. Jetzt stehe ich gut. Der Bauer ist hier angegriffen zweimal. Nur mein Springer steht schlecht hier auf A5 jetzt, aber das ist nicht schlimm. Springer F4 ist eine Idee. Weil er muss den Bauern denken. Ja. Ich glaube, Springer G4 ist ein guter Zug hier. Mit Angriff auf den Läufer, dann Springer E5. Die Idee ist, einen der Springer nach C4 zu stellen. Machen wir mal. Greift den Läufer an. Das Läuferpaar würde ich mir gerne sichern hier. Das ist eine Stellung, die ist halb offen, würde ich sie nennen. Und die wird sich auf jeden Fall noch weiter öffnen im Verlauf der Partie. Und die Läufer gewinnen dadurch an Kraft gegenüber den Springern. Wenn er zurückgeht, spiele ich Springer E5 und stelle einen der beiden Springer hier hin, auf C4. Das ist vernünftig gedacht von mir jetzt. Muss ich mich ausnahmsweise mal selbst loben. Eine weitere Idee könnte das hier sein, oder? Fällt mir gerade auf. Nee. Der Läufer steht hier eigentlich okay. Greift ja den an die ganze Zeit. Ist ja entwickelt. Nicht umgruppieren. Ich spiele jetzt mit den Springern hier so ein bisschen. Das hier. Ne? Ja gut, er kann natürlich schlagen, dann schlage ich halt. Oder mit den Bauern sogar. Interessanterweise. Um dann den D5 aufs Korn zu nehmen. Dame E4, okay. Er gibt mir den Läufer. Dann nehme ich den. Ja. War vielleicht sogar die beste Entscheidung. Wer weiß das schon. Mein Springer am Rand gefällt mir nicht. Und wenn ich ihn auf B3 aufstelle, macht er auch nicht besonders viel. Ich mach's trotzdem. Vielleicht nimmt er den ja. Der hat kein besseres Feld gerade. Das dauert lange, bis ich ihn umgruppiere. Deswegen stelle ich ihn einfach mal da rein. Wenn er nimmt, dann nehme ich natürlich und dann kann ich C4 nachsetzen. Oder. Nee. Nee, es geht darum, dass ich dann Turm A4 bekomme, ne? Auch auf der vierten Reihe. Immerhin deckt der Springer hier diese Felder und verhindert so ein bisschen, dass er seine Türme vernünftig hier platzieren kann. Weil er würde ja gerne Läufer B1 spielen, ne? Eigentlich. So, ich muss ein bisschen schneller spielen. Springer D2, okay. Tauschen. Oder C4.
Ja, ich habe einen Bauern mehr, ich tausche jetzt einfach alles. Fertig. Es ist aber nicht so leicht, hier den Mehrbauern einzusetzen, vernünftig, ey. Loffe H6 überlege ich die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich mache mal Turm E8. Ich kann nicht E5 spielen, ne? Weil dann das Feld megamäßig häufig kontrolliert. Wahrscheinlich muss ich C4 machen hier irgendwann. Den Läufer komplett absperren und dann damit C5 spielen. Irgendwie sowas. Turm E8 war aber vernünftig, weil der E7 ist schutzbedürftig. Also außer dass er den Bauern stehen gelassen hat, hat er echt gut gespielt, weil er nutzt die ganze Zeit, die er hat. Und dadurch ist natürlich verringert er natürlich seine Fehler, seinen Fehlerquotient. Eigentlich nur außer den Bauern stehen lassen, hat er eigentlich nur vernünftige Züge gemacht. Ich hätte sofort C4 spielen sollen, weil jetzt kann er selbst C4 spielen. Nicht Turm E8, ich hätte C4 machen sollen, ja. Es ist nicht so einfach, wenn man mit so wenig Zeit spielt. Ja, jetzt hat er sowas natürlich, nur befreit sich so ein bisschen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gut, er muss mit dem Turm nehmen. Ja, machen wir den mal. Oder C4, Turm B5, Turm A3. Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Ich habe zu wenig Zeit. Ich muss schneller spielen. Er muss auf B5 natürlich nehmen. Das hat er übersehen. Jetzt stellt er Material ein. Er hätte auf B5 nehmen können. Das war spannend. Jetzt hat er einfach Material eingestellt. Das ist schade. Die Partie war nämlich spannend. Oh, schreibt er. Ja. Ja, zwei Züge zurücknehmen, jetzt wäre zu viel. Das ist halt jetzt komplett verloren. Der Läufer ist angegriffen. Ja. Es ist jetzt. Jetzt steht er in der Fesselung drin hier. Ja, mit einem taktischen Fehler endet die ganze Partie im Prinzip. Das ist aber typisch. Na, ich hätte C2 spielen sollen eigentlich. Ja, egal. Schade, war eine gute Partie von Wurstsushi oder von Carsten, die letztendlich durch einen, ja, durch eigentlich durch zwei, drei taktische Fehler entschieden wurde. Na? Ihr seht, Taktik ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Oh, jetzt foppt er mich hier. Nehmen, nehmen, König F8. Droht gar nichts, oder? Soll ich ihn zurückfoppen? Turm schlicht A2, Turm schlicht A2, Turm schlicht A2, Dame schlicht A2, C2, droht matt.
Also Turmschlicht A2, Turmschlicht A2, Turmschlicht A2. Dameschlicht A2, C2. Machen wir. Dame hängt. C2 jetzt, er hat keinen Schach und ich hole mir eine Dame. Und es droht matt auch noch, das ist das Problem. Sonst könnte er meine Dame schlagen, aber droht Schachmatt, ne? Das ist Schachmatt. Thank you. GG. Machen wir Analysebrett. Okay, Sizilianisch. Ich habe schon erwähnt, die Hauptvariante hier ist D4. Das ist halt beschleunigter Drachen, nennt sich das. Das ist so eine Eröffnung, die ich in letzter Zeit ein bisschen rumprobiere auf Lead Chess. Aber das ist auch okay, wie er spielt. Ne? Das sind alles stinknormale Züge. Nichts Besonderes passiert bis hierhin. Computer sagt, ich stehe etwas besser, aber das ist halt wenig. Das ist nichts Besonderes. Springer E2 ist so ein bisschen ungenau. Okay, jetzt tatsächlich. Ja, ich mache tatsächlich sogar die besten Züge laut Stockfisch. Ja, das ist ein Fehler hier. Das ist aber auch der. Bis hierhin ist aber trotzdem eigentlich nichts passiert. Ne? Wir haben 12 Züge gespielt und ich stehe gut, aber ich stehe nicht. Es ist nichts Besonderes. Der kleine Vorteil. Und hier, Computer sagt, Dame D2 entwickeln, Türme verbinden. Und die Partie geht ganz normal weiter. Ne? Aber D4 ist natürlich ein Einsteller. Stellt diesen Bauern auf E4 ein. Und jetzt geht es natürlich bergab für ihn. Ich dachte hier übrigens Dame D3. Mit Angriff auf die beiden hier. Der Computer möchte Springer A5. Ich weiß nicht, ob ich den gefunden hätte, ehrlich gesagt. Die Idee ist Dame schlicht B5. Und jetzt Läufer A6 wahrscheinlich. Ne? Läufer A6. Und dann gewinne ich da hinten eine Figur. Okay, aber ich weiß nicht, ob ich das gesehen hätte, weil wir spielen halt Schnellschach und ich spiele halt mit wenig Zeit und solche taktischen Sachen. Ich weiß nicht, was ich hier gespielt hätte, ehrlich gesagt. Gut, damit C2 ist nicht ganz so stark. Und ja, C4 hätte ich hier machen müssen, ja. Warum will er wieder zurückgehen? Quatsch. Läufer C8 tatsächlich? Nee. Der Springer B3 ist nicht ganz so gut, aber egal. Und hier ist C4 der beste. Ja, den hätte ich machen müssen. Mit der Idee, damit C5 hier den nochmal attackieren. Der Läufer ist hier komplett abgesperrt. Meine Bauern kontrollieren hier wichtige Felder. Ich habe Raumvorteil dort. Ja. Turm E8 ist so ein Verlegenheitszug. Ja, hier hätte er nehmen müssen natürlich, ne? Nehmen. Dann attackiere ich hier ihn. Oh, Dame B2. Oha. Den habe ich übersehen. Dann muss er zurück. Was jetzt hier mit? Gut, ich stehe immer noch klar besser. Ne? Aber nicht so super klar. Der Computer sagt zwar minus 2, aber puh, ich sehe die minus 2 hier nicht. Vor allen Dingen, weil der Bauer angegriffen ist zweimal. Läufer E5, so einen Zug würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Den würde ich nicht machen. So. Und jetzt? Ah, ich komme da rein. Ah, okay, das ist natürlich gut für mich. Ja, aber das ist schwierig. Läufer E5 zu finden ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen hätte. Gut, Turm B2 ist ein Einsteller und jetzt ist es klar gewonnen für mich, weil ich jetzt einfach Material mehr habe. Und jetzt gewinne ich eine Qualität und der Rest ist halt einfach. Turm Schlicht A2 ist tatsächlich der beste Zug. Den habe ich noch gefunden hier zum Schluss. Das ist eher ein bisschen für die Galerie. Ich kann natürlich auch einfach den Springer nehmen. Es droht hier nichts. König F8 oder so. Oder König G7 und es hier passiert überhaupt nichts. Turm A2 war so ein bisschen für die Galerie. Aber das funktioniert sogar. Ja, klar. Und C2 dann. Und dann eine Dame holen. Ja, war ein schönes Ende, was die Partie betrifft. Ja, vielen Dank an Carsten. Wurst-Sushi. Für die Partie. Ich finde, das, was er gut gemacht hat, ist, er hat nicht zu schnell gespielt. Und letztendlich waren es nur ein paar taktische Fehler, die zu seiner Niederlage geführt haben. Er hat viele gute Züge gemacht. Und ja, nehmt euch ein Beispiel an ihm, insbesondere was den Zeitverbrauch betrifft. Das ist sehr, sehr wichtig,
dass man nicht zu schnell spielt, dass man die Zeit, die man hat, wirklich nutzt, um halt die Fehlerquote gering zu halten. Vielen Dank fürs Zuschauen.